Hey, meine Rabauken, wie ihr sicher alle wisst, bin ich ein Bilder-Experte. Das ist das Exquisiteste überhaupt, was ich hier baue. Deswegen machen wir heute seit vielen Jahren, kann man ja fast schon sagen, ein Baubattle gegen Austin Milinski. Hallo! Das sieht hier alles ja, also wahrscheinlich erkennt ihr das jetzt gar nicht, aber eigentlich sind wir nämlich übelst groß. Guck mal, das ist nämlich die normale Größe. Ja. Ne? So groß wie zwei Blöcke ungefähr, man kennt's, aber wir sind langsam so groß. Weil das 8-mal so groß wie normalerweise. Das klingt wenig, ist aber sau viel. Wir müssen heute ein Haus bauen auf unsere Größe angepasst. Was? Ja. Und ja, also das wird dann quasi ein Einraumhaus, weil mehr Platz haben wir hier nicht. Okay. Okay, also. Wer würde das brauchen? Ziemlich sicher, weil anders ist es. Okay. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Flankt den Like-Button. Gern könnt ihr auch meinen Kanal an der Stelle abonnieren. Abonninski. Abonninski bumsen. So, wir legen jetzt los. Wir machen erstmal so a basic. Warte mal, wir können ja richtig. Basic. The Basics. Wir können ja richtig heftige Befehle rocken, Alter. Pass mal auf, was ich nämlich alles gelernt habe. Okay. Elina, bist du auf meiner Seite? Nein, bin ich nicht. Dein Name. Ich dachte, du willst abgucken hier, meine heftigen Befehle. Alter, hat die jetzt schon den ersten eingegeben, habt ihr gehört? Ja, so, jetzt müssen wir uns da das merken. Nichts bei rum. Das ist 1448, Elina. 1448. Jetzt haben wir noch. Passt auf, das wird so heftig sein, was ihr gleich sehen werdet, Alter. 982 und dann haben wir noch 981. So, das sind die Blöcke, die wir wollen. So, das heißt, wir machen jetzt hier. Bam. Und jetzt wollen wir alle Blöcke aber haben, und zwar random. So. Das ist geil, glaube ich. Jetzt müssen wir nur noch markieren. Passt mal auf. Ich würde wirklich sagen, dass wir die maximale Größe ja auch nehmen an der Stelle. Das ist, glaube ich, nicht so dumm. So, jetzt müssen wir aber ganz nach hoch, ne? Okay, wartet mal. Mann, in der Bedrock-Version ist es voll schnell mit den Gedrücktheiten, aber hier ist das scheiße. So, wir müssen mal testen. Wir müssen ein bisschen rumprobieren, ob das von der Größe haut das hin. Das ist ja viel zu hoch! Nein. So, oder? Wir müssen sich auch nicht an der Decke stoßen, sage ich mal, ne? Okay, so. Das heißt, das kann jetzt hier wieder weg. Schauen wir mal, ob meine Taktik jetzt so funktioniert hat. Wir haben das ja hier gespeichert. Alter, besser kann man das nicht bauen, die Lieder. Was hast du gemacht? Ja, es sieht heftig aus. Das sieht no joken heftig aus. I'm gespannt. I'm gespannt like a Flitzebogen. Like a Flitzbow. 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 Das klingt wirklich eher nach Flitzdurchfall, aber gut, Digga. Oh mein Gott, what? Ich bin fast fertig mit dem Haus, ehrlich gesagt. Hä? Was machst du denn? Ja, I'm using the world edit right now hier. So, okay, wir haben die Wände. Jetzt müssen wir aber hier Deko-Elemente machen. Das machen wir, würde ich sagen, einfach so. Oder? Was haltet ihr davon? Das Problem ist, wenn ich das jetzt hier paste, bin ich mir nicht sicher, was passiert. Wir probieren das einfach mal. Set 17. Oh nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Let's go. Da ist mein PC abgestürzt, weil ich einfach zu heftig gebaut habe, Leute. Genau. So, wir brauchen vielleicht das hier. Leute, ich habe mir gerade ein paar Beispielhäuser angebaut, wie andere Bauprofis international das gebaut haben. Und ich muss ehrlich sagen, das kriege ich so niemals hin. Aber die haben das so gemacht. Ich mache das. Also zunächst, das Haus ist ja. Erstmal muss ich ja eine Tür bauen. Ich muss ja auch sicherstellen, dass man auch reinkommt in die Butze. Weil das wird tatsächlich. Wir machen den Eingang hier frontal, oder? Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja. Okay, wieder klein. So, wir machen nämlich das hier, Leute. Was haltet ihr davon? Ja, ein Groß sieht aber, muss man auch fairweise sagen, auch alles kacke aus, ne? Ja, naja, es kommt drauf an, wie man baut. Wenn man richtig cool baut, dann kann es cool werden. Ist das cool, wenn man so baut wie du, dann. Ich würde ein Voting geben, Medina. Wenn ich gewinne, dann müsst ihr aber dumm gucken. Ups. Warte, wir machen das hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß nicht. What? Ja, weiß das, mach ich das? Ich mach das selber mal auf der anderen Seite jetzt auch noch. Passt auf. Warte mal, das muss so, ne? Ah ja, genau. Und jetzt die Stufen hier drauf.
So. Ah, genau. Und jetzt hier vorne noch. Boom. 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 Mhm. Es sieht... Oh Gott, ich sehe Linas Haus da schon. Okay, das sieht nicht so schlecht aus. Aber wir brauchen... Wartet, hier müssen natürlich noch schön große Fenster rein, weil wir sind ja auch ein großer Atze. Und da machen wir Folgendes. Das ist eine ganz, ganz einfache Meile. Jetzt machen wir hier solche Balkonkästen mit Falltüren. Ja, da hörst du hin, Elina, ne? Na sicher höre ich da hin. So. Okay, mhm. Jetzt machen wir darunter Treppen. So. Und jetzt vielleicht. So. Jetzt. Puff, 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 puff. Das ist nicht schlecht. Das könnte sogar cool werden. Okay, jetzt machen wir vielleicht hier noch. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Leute, was wichtig ist. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Lenk mich nicht ab, Elina, an meiner kreativen Schaffensweise hier. Man muss das wirklich, man muss das so heftig zumüllen, wie man nur kann. Je mehr man da baut, irgendwelche sinnlosen Blöcke muss man da hinsetzen, Leute. Irgendwelche völlig sinnlosen Blöcke. Je mehr sinnlose Blöcke man da hinsetzt, desto besser sieht das aus. Also, naja, also ich kann jetzt nicht versprechen, dass das wirklich immer so sein wird. Aber, ja, so, warte mal, die Idee war nicht schlecht. Aber wir müssen das, glaube ich, vielleicht hier so, oder? Was haltet ihr davon? So? Genau, und jetzt machen wir noch... Nee, das erkennt man halt nicht. Vielleicht hier drauf, so? Wir kopieren das erstmal. Wir kopieren jetzt erstmal das Fenster. Dann machen wir einfach... Haut das hin? Ja. Hier, nach hier hin. Das kopieren wir. Und dann, warte mal, pasten wir das hier. Ja, ein bisschen weiter auseinander. So. Aha. Ich habe vergessen, die Dinger mit zu pasten. Gar kein Problem. Boom. So. Haha. Das sieht nicht schlecht aus, seid ehrlich. So. Jetzt, aber wie machen wir jetzt weiter? Aber jetzt kannst du ja, aber das sieht irgendwie doof aus, wenn das da... Ja, das sieht besser aus. Bum, 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 bum. Mann, ey. Jetzt lass mich da doch so, mein Güte. Ey. Ja. Mh. Wir müssen auf jeden Fall, was hier aber safe noch fehlt. Warte mal, geht das? Ich muss mal kurz Word-Edit-mäßig was testen. Jetzt machen wir 90% Luft, 10% Ranken. Das ist die 106. Oh, das... Nee, das funktioniert da nicht. Schade. Okay, dann müssen wir das per Hand machen. Per Hand, Leute. Das ist doch hier so ein altes Schloss, wisst ihr? Weil ich bin ein Riese. Und aufs Dach kommt ein riesen Enderdrachen, den ich bauen werde. Nee, okay, Spaß. Das kriege ich nicht hin. Aber es wäre cool. Ja, das wäre schon fancy. So... Da fehlen mir irgendwie noch Treppen. Ich bin ganz ehrlich. Treppen vielleicht noch so als Kontrast. So diese Treppen vielleicht irgendwo. Hier. Müssen wir das auch von innen einrichten? Ja. Wir müssen experimentieren, weil wir wissen alle, das ist, denke ich mal, kein Geheimnis, dass ich hier nicht der Favorit bin. Also wir müssen experimentierfreudig hier agieren, um wichtige Bonuspunkte in der Kreativität holen zu können. Ja, das ist doch nicht schlecht, oder? Wenn ich jetzt hier noch als zusätzlichen Heimer... Was denkt ihr darüber? Als ob sie so antworten könnten. Ja, Bernd, ich hatte das für eine super Idee. Oh, echt? Cool. Oh. So, so. So. Okay. Vielleicht irgendwas, da fehlt noch so... Zäune, da fehlen Steinzäune. Wie kriegen wir da Steinzäune unter? Oh, oh, oh. Aha. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. Ich
Ich muss zwar jede einzelne Falltür zumachen, aber für den Sieg nehme ich alle, also mache ich mir die Mühe. Keine Kosten, nur Mühen werden hier gescheut. Genau. Okay, hier kann ich das halt nicht bauen. Das sieht natürlich ein bisschen kacke aus, ne? Sei euch ganz ehrlich. Aber das lieber so. Ah, warte mal, das sieht doch cool aus, wenn wir das so organisch machen, wisst ihr? Jetzt, wenn das so ein bisschen verwildert wäre. So. Dann hier so rüber. Warte, ich muss gucken. Ja, das ist, glaube ich, geil, aber man müsste es mehr so machen. Oh ja! Yeah. Das gefällt mir. Aber vielleicht den hier weg. Ja, sehr schön. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So. So, dann hier noch. Hier. Hier. Aha. Weil das geht mir ein bisschen zu sehr in die Richtung. Vielleicht hier noch so. Ja. Sehr schön. Okay, jetzt noch die Falltüren auf der anderen Seite. Buff, 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 buff. Elina, ich brauche einen Mitarbeiter. Ich brauche einen Falltüren-Experten, der die ganze Zeit nur die Falltüren zumacht, die ich hier platziere. So. Alter. Ich hab ein bisschen Schiss. Ich hab das Gefühl, dass ich hier gewinnen kann, Elina. Aber ich brauche noch was Fettes. Etwas, was so richtig... Oh, die kann man doch auch benutzen hier. Safe. Aber wie? Ich hätte halt eine Idee. Das könnte man zwar nur einmal benutzen. Aber egal. Und zwar, das machen wir. Einmal ist ja, zählt trotzdem in die Wertung ein. Habe ich jetzt aber so entschieden. Okay, alles klar. So, pass auf, dann müssen wir den hier hinmachen, genau. Dann geben wir dem, ja, weiß ja nicht, was sollen wir in den Boden machen? Ist den Stämmen, denke ich mal vielleicht. So. Genau. Dann braucht der jetzt hier ein Redstone-Signal. Ach so, warte, so. Genau, so. Und jetzt machen wir auf dieser Höhe hier, machen wir Fackeln. Genau, das überhaupt hin? Ja, so, perfekt. Dann machen wir Fackeln. Die richtig heftigen Minecraft-Experten haben schon eine Ahnung, was ich hier vorhabe. Aber ich darf es natürlich nicht aussprechen, denn das soll eine Überraschung sein. Klaue ich das? Nee, klauen tust du es nicht, aber das kannst du gar nicht. kannst du, glaube ich, wirklich nicht. Ich habe aber Angst, dass es dann, wenn du weißt, was es ist, wirkt es nicht so cool. Weißt? Das fällt mir gerade auf, ich habe das hier eins zu weit vorplatziert. Das gehört doch eigentlich hier hin. Wozu platzierst du Erde in deine Mode? Das war der falsche Parameter. So, okay. Mein Eingang ist damit fertig. Da fällt mir auf, dass wir das hier noch kurz korrigieren müssen. Mein ganzes Haus ist einfach fertig. Bist fertig? Ja, mein Haus ist fertig. Ja, ich bin auch nicht mehr lang. Ja, schön für dich. Schön für dich. Ja, danke. So. Das ist doch schön, Leute. Das wird ein starker Auftritt. Ich hoffe, der geht nicht schief. Ansonsten haben wir ein Problem. Das hat wirklich viel Zeit gedauert. So, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Mini. Einen kleinen für die Zwergen, wisst ihr? So einen Zwergeneingang. Dann kann man nämlich hier und dann kann man hier. Dann kann man buff. Dann auf der anderen Seite dasselbe buff. Und dann, boom, öffnet man die Tür. Schön. So, boom. Okay. Wir brauchen nur noch ein Dach. Oh, na, eigentlich brauchen wir ja auch noch hier. So. Wir brauchen nur noch ein Dach. Dann machen wir einfach mal bumm und bumm. Und dann setzen wir das Ganze 1,4. Dein Haus ist viel größer als meins. Ja, also aber in der Höhe. Ja, sicher in der Höhe, ja. Passe ich hier überhaupt rein? Das wäre jetzt... Jo, ich pass rein. Ich habe bei mir getestet. Ich passe wirklich mit den Linien. Ja, wenn ich ein bisschen mehr gegessen hätte,
Oh, ich passe ziemlich gut rein. Ja, ich habe zwar keine Inneneinrichtung, Elina, aber ich bin fertig. Zeit ist um. Also ich bin nicht fertig, aber Zeit ist um deaktiviert. Hey, sieht aber... Ich bin sehr zufrieden. Es sieht schon... Ja, okay. Wir beginnen mit meinem aus, Elina. Komm mal rüber. Okay, ich komm rüber. Kommen Sie mal rüber. Als Giant. Ja, als Giant. Okay, wo ist der Anfang? Wie groß du mal im Vergleich bist. Hier ist der Haupteingang, okay? Und jetzt wunderst du dich. Wie cool! Jetzt wunderst du dich natürlich, wie kommen denn in die Butze? Ja, Alter. Ja. Pass auf. Ja, leider, ich wollte das eigentlich automatisiert machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hab's nicht hinbekommen. So, aber es ist eigentlich voll leicht. Ich weiß nicht, wo da genau das Problem war. Deswegen machen wir das jetzt hier semi-automatisch. Okay, warte, ich will es aber selbst auch sehen. Ich komme nach vorn. Bist du bereit für den Eingang? Ich bin ready. Eingang, öffne dich! Das ist heftig. Okay, Problem ist, jetzt kann man hier nicht mehr durchgehen. Aber das liegt halt nur daran, dass es nicht automatisiert ist. So. Wie du siehst, klappt das hier mit dem Lineal. Ja. Ja, und innen ist halt keine Einrichtung. Aber und man kann die Wand auch nicht rückgängig machen. Also die ist jetzt für immer auf. So, okay. Links und rechts haben wir schöne Fenster. Gucken Sie mal das hier, ne? Auch sehr. Hallo, kannst du dich mal weiter auf mein Haus konzentrieren? Ja, mach ich doch. Ich guck doch links und rechts hier. Ja, und oben, Dach ist auch schick. Guck. Panoramadach. Ja, das Dach hast du dir aber sehr viel Mühe beigegeben. Ja. Jetzt zeig du. Okay, pass auf. Z0. Ich mach die Wand weg. Alter. Okay. Ist ein kleines Fensterchen. Blume. Eine Blume habe ich hier gemacht. Schwanz ja, an den Seiten rein. Hast du aber nicht viel. Ja, die Seiten, naja. Okay, aber du hast Inneneinrichtung. Das ist sogar in der passenden Größe. Eine Werkbank, ein Schreibtisch. Okay. Ja, gut, platzmäßig kommt man da nicht. Oh, ich sehe, da ist ein Kinder-Buedo drauf. Lecker. Ja, aber man passt ja halt nicht dazwischen, ne? Aber gut, ist ja egal. Man kann von der Seite. Hier habe ich noch ein Gemälde. Gemälde in 3D. Und ein Bett, Alter. Und eine ja, die Inneneinrichtung ist natürlich, die hast du mir heftig voraus. Ich bin ganz ehrlich, sag ich dir so, wie es ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also Inneneinrichtung ist tippitoppi. Aber von außen finde ich meins wirklich geiler. Das zeigt was? Dir. Oh mein safe, Gott, safe. Never. Ich reiße mal kurz sein ganzes Haus ab, damit man hallo, den Unterschied sieht. So, Set. Kannst du hoffen, mein Haus abzureißen? Die Zuschauer entscheiden. Okay. Ach so, nee, es gibt ja kein Voting mehr. Das haben sie entfernt, YouTube. Ach so, dann die Kommentare. Ihr müsst in die Kommentare schreiben. Voting wurde leider entfernt. Da werden sie ja sowieso auch vergessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Wir sehen uns. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis morgen, euer Benson. Tschüss.